freue mich, euch zu sehen. Herzlich willkommen heute bei Quellwerk. Es geht wieder ein Stück weiter auf diesem Weg, persönliche Erweckung zu erleben und sie umzusetzen. Und heute möchte ich, dass du diesen Gedanken für dich ergreifst, nämlich werde ein Hero Maker, werde jemand, der andere zum Helden macht. Wir finden das in Matthäus 28, dort heißt es, Jesus ging auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt, ruft allen Menschen das zu, dass sie Jünger sein dürfen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis zum Ende dieser Welt. Jesus möchte uns Menschen anvertrauen, die wir begleiten sollen auf ihrem Jesus-Nachfolgeweg. Und das, was Gott uns mitgibt, ist, lern zu sehen, was für Schätze im anderen liegen. Im Amerikanischen gibt es so einen Satz, der heißt, I see in you, ich sehe was in dir. Und genau das sollen wir tun. Wir sollen Menschen sagen, was Gott in sie hineingelegt hat, was Jesus in ihnen sieht und was Jesus aus ihrem Leben machen will. Und deshalb ist einer der Schlüsselerkenntnisse die, dass wir entdecken, wer bin ich eigentlich wirklich? Wo komme ich her? Wozu bin ich da? Und Jesus möchte, dass wir das begreifen. Er wusste, wer er war. Und das machte den Unterschied. Er wusste, ich bin ein Kind meines Vaters im Himmel. Schon als junger Kerl wird er in den Tempel mitgenommen. Und dort sagt er diese gewichtigen Worte in Lukas 2, lesen wir das. Wusstet ihr nicht, dass ich da sein muss, wo meines Vaters zu Hause ist? Jesus weiß, ey, mein Vater im Himmel, das ist wirklich mein Vater. Und aus dieser Beziehung heraus nahm er auch seine Kraft. So lesen wir das bei der Taufe, wo Gott herunterruft, du bist mein geliebter Sohn, ich habe an dir wohlgefallen. Das machte seine Identität aus. Nicht, ich bin der natürliche Sohn von Josef und Maria, sondern ich habe eine viel höhere Bestimmung. Und Leute, wir haben genau dieselbe Bestimmung. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele Jesus als ihren Herrn aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Du bist nicht nur ein natürlich geborenes Kind, sondern du bist auch ein übernatürlich geborenes Kind Gottes. Halleluja. Und deshalb ist nicht so entscheidend, was Menschen über dich sagen, sondern für dich ist lebensnotwendig zu wissen, was sagt Gott über mich. Und wenn wir diese Identität haben, ich bin ein Kind Gottes, dann werden wir auch wie Kinder Gottes anfangen zu reden und zu handeln. Und durch Jesus wissen wir, wer wir wirklich sind. Er offenbart es uns. Und Paulus, der große Theologe der ersten Kirche, er schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diese neue Schöpfung in Christus. Wir sind nicht mehr die sündenbeladenen, sündengeplagten, sündendominierten Menschen, sondern durch den in uns wohnenden Heiligen Geist haben wir die Kraft, ein neues, gottgefälliges, von Gott dominiertes, von Gott geführtes Leben zu führen. Deswegen steht in 1. Johannes 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, ist nicht länger ein Sklave der Sünde. Denn sein Lebenskeim kommt aus Gott und Gott bleibt in ihm. Ihr lieben Freunde, der Heilige Geist in uns ist größer und stärker wie alles, was in dieser Welt ist. So mit dieser Kraft können wir ein neues, gottgeprägtes Leben führen. In 1. Johannes 3, Vers 1, mich flasht, mich begeistert dieser Vers jedes Mal. Dort heißt es, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns Gott, der Vater, zuerkannt hat. Nämlich, wir dürfen uns Kinder Gottes nennen, weil wir es tatsächlich sind.
Ist das deine Identität? Du bist ein Kind Gottes? Hey, ich will dir was sagen, du bist so unglaublich wichtig. Woher weiß ich das? An der Sache, was man für eine Sache bezahlt, erkennt man den Wert. Und Jesus hat den höchsten Preis für dein Leben bezahlt, nämlich sein eigenes gegeben, mit seinem Blut bezahlt. Der Petrusbrief schreibt im ersten Kapitel, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi. Hey, du bist von neuem geboren, um erstaunlich zu sein, um deinem Vater im Himmel zu ähneln, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Ihr lieben Leute, so viele Menschen fragen sich, wie ist Gott? Ich habe Gott noch nie gesehen. Die Antwort ist, wir sind das Abbild Gottes. Wer uns sieht, der soll Gott, den Vater, sehen. Das ist, was Jesus von sich sagte. Und ihr lieben Freunde, das ist auch unsere Bestimmung. Wer uns sieht, soll Gott, den Vater, sehen. Wo du in dieser Überzeugung stark bist, wo du deine Identität in Jesus siehst, wo du dich als Königskind begreifst und so lebst, wird Gott durch dich Erweckung auslösen, seine Kraft freisetzen. So freu dich und jubel. Du bist geadelt, um ein Kind Gottes zu sein und um andere in diesen Weg hineinzuführen. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.